Gleich am nächsten Tag fuhren Lex und Nick mit dem Europacar in die Emil Mardak University. Professor Aziz würde in wenigen Minuten mit seiner ersten Vorlesung fertig sein und die beiden Freunde wollten die kurze Pause nutzen, um ihm einige Fragen zu stellen. Ziel erreicht. Emil Mardak University. Ich hasse es zu warten, also mach nicht zu lang. Ich glaube, es gibt heute noch Gewitter. Aber bitte, nimm doch einen Snack aus dem Snackomat. Danke, Reginald. Wir lassen dich sicher nicht im Regen stehen. An die Wand, Matrosen! Wow! Ich könnte mich daran gewöhnen, jeden Tag von Richard Reginald in die Uni kutschiert zu werden. Trotzdem, zu einem Heimweg gehört für mich, die Züge am Hauptbahnhof von Babylon City zu bestaunen. Die Universität verdankt ihren Namen Emil Mardak, dem Sohn des berühmten Königs und Stadtgründers Nebukadnezar II. Er baute damals als erster König in Babylon die berühmten Häuser des Wissens. Der gesellschaftliche und technische Fortschritt, der durch solche Einrichtungen entsteht, ist nicht in Gold aufzuwiegen. Und hier studierst heute auch du, Nick. Wusstest du, dass ein Zug der Baureihe UG455 ein Spitzentempo von 300 Sachen erreichen kann? Bergab! Wer weiß, Nick. Vielleicht bringst du ja tatsächlich mal etwas Sinnvolles zustande. Aber jetzt auf zu Professor Aziz! Schnellen Schrittes eilten unsere zwei Spürnasen durch das große Eingangsportal und die langgezogenen Marmorflure der Universität zu dem Hörsaal, in dem Professor Aziz gerade seine Vorlesung beendete. Deshalb wissen wir heute, dass das mittelalterliche Babylon eine beispiellose Form von Solidarität und kollektiver Aufopferung hervorbrachte. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Jenny, du kannst jetzt dein Smartphone abholen. Und keine E-Mails mehr während meiner Vorlesung. Vielen Dank und bis morgen. Herr Professor! Hallo! Professor Aziz! Guten Tag, ihr beiden. Wie kann ich euch weiterhelfen? Nick, dich kenne ich. Was gibt's? Hallo, Professor Aziz! Wir stecken gerade mitten in kniffligen Ermittlungen. Wir können leider nicht viele Details bekannt geben. Aber Sie kennen sich doch mit europäischen Fabelwesen aus, richtig? Ja, Kryptozoologie ist meine persönliche Muße. Die Sichtung von Fabelwesen, die es eigentlich gar nicht geben sollte, ist doch das Spannendste, was man sich vorstellen kann. Was meint ihr, Jungs? Ja, wenn man alle Regeln der Wissenschaft herzhaft über Bord schmeißen darf, macht das sicher Spaß. Naja, jedenfalls, haben Sie schon einmal etwas über menschengroße Unken, Kröten oder Frösche gehört? Wie? Was? Nein, also... Ein Klient von uns sagt, er habe eine Unke gesehen, größer als er selber, aufrecht stehend, eklig, schleimig, fettgesichtig und sie soll sogar mit ihm gesprochen haben, verstehen Sie? Also, für mich klingt das mehr wie ein schlechter Scherz. Halluzinationen, eine Rauschmittelvergiftung oder vielleicht einfach ein schlechter Traum. Wie kommt euer Klient denn auf so etwas? Naja, das würden wir ja gerne von Ihnen wissen. Gibt es in der europäischen Geschichtsschreibung oder Mythologie Aufzeichnungen über die Sichtung eines solchen Unkenmannes? Nicht hier. Ihr müsst verschwinden. Schnell. Kommt heute Abend zu mir nach Hause. Nein, Nick, ich kann deine Arbeit nicht besser als mit einer 3- bewerten. Du hast die einfachsten Regeln der Wissenschaft nicht begriffen. Du kannst dich glücklich schätzen, dass ich dich nicht durchfallen lassen habe. Komm, Nick, wir hauen besser ab. Das werden wir sehen, Herr Professor. Ich glaube, dass mein Freund hier mehr auf dem Kasten hat, als Sie denken. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Verabschieden wir uns doch mit dem Gruß der Emil Mardak University. Na dann. Hopp, hopp! Emil Mardak! Hopp, hopp, hopp! Was war denn das? Der Professor hatte japanische Angst. Aber vor was? Höchst verdächtig. Wir sollten ihn heute Abend unbedingt besuchen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was der uns alles erzählen wird. Aber vorher klopfen wir noch einmal diesen Stadiongrabscher ab. Der steckt tiefer mit drin als der Löffel im Joghurt. Du, Lex, ich geh noch mal für kleine Europäer. Wartest du draußen auf mich? Klar doch. Aber lass mich nicht ewig warten. Na nun, da muss wohl noch jemand. Na,
Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Nick lief ein kalter Schauer über den Rücken. Aus den Augenwinkeln sah er einen kleinen schwarzen Frosch über den Boden kriechen. Ihm wurde schlecht. Entschuldigung. Sie haben Ihren Frosch verloren, glaube ich. Das Licht ist aus. Oh Gott. Ich muss hier raus. Na, du hast dir aber Zeit gelassen. Stimmt irgendwas nicht? Du bist ja kreidebleich. Ich? Nein. Alles in Ordnung. Aber wenn du meinst, na dann kannst du endlich losgehen.